Das Mainzer Saisonziel war, die Klasse zu erhalten. Das haben sie geschafft. Sie sind seit dem 23. Spieltag ohne Niederlage unterwegs. Das Dortmunder Saisonziel war ganz klar, die Champions League zu erreichen. Jetzt können sie heute das Ding drauf machen. Mit einem Sieg werden sie nämlich sicher qualifiziert. Rein in die Partie, 7. Spielminute. Onisivo über die rechte Seite und dann ist da Akanji mit der Grätsche und damit verursacht er einen Freistoß für die Mainzer mit einer interessanten Position auf Höhe des Elfmeterpunkts nahe der Seitenlinie. Und die Möglichkeit gibt es, die versinkt aber in der Abwehr des BVBs. 23. Spielminute, jetzt mal der BVB im Angriff über die rechte Seite, kommt die Flanke in den Mainzer Strafraum, dann ist da Costa mit einer missglückten Brustabwehr. Dann ist das Sancho, der den Ball jetzt gewonnen hat. Der legt zurück auf die Strafraumkante, auf Guerrero. Und der zieht ab und der trifft ins obere rechte Eck. Und damit ist es für Rafael Guerrero das 5. Saisontor. Und damit bringt er die BVB hier in Führung und rückt ein wenig näher in Richtung Champions League. Von den Mainzern kommt wenig. Sie haben nur 34% Ballbesitz. Und wenn da mal was kommt, dann sind es meistens Distanzschüsse, so auch jetzt. Onisivo mit einem Distanzschuss aus 20 Metern drüber. 42. Spielminute, jetzt mal wieder die Dortmunder im Angriff. Guerrero spielt auf Sancho auf die linke Seite, der setzt sich gut durch gegen Sanchez und dann zieht er in den Strafraum, legt zurück in die Mitte auf Reus und der trifft und erhöht aus kurzer Distanz zum 0:2. Marco Reus, der Kapitän, mit seinem 7. Saisontor. Und mit dieser Führung vom BVB geht es dann auch in die Halbzeit. Und dann wird das Wetter schlechter und der Anstoß der zweiten Halbzeit verzögert sich um einige Minuten. Der Schiedsrichter begründet das, da die Sicherheit der Spieler nicht mehr gewährleistet werden kann. 51. Spielminute. Die Mainzer jetzt in der zweiten Halbzeit. Zu Beginn zumindest die bessere Mannschaft. Lazar kommt über die rechte Seite, passt dann in die Mitte zu Quaison und der schießt einfach mal mittig aufs Tor. Und dann ist der Bürkik, der den Ball sicher fangen kann. Er ist zurück in der Startelf. Roman Bürki für den verletzten Hitz. 80. Spielminute. Von Dortmund kommt lange, lange nichts mehr. Jetzt aber Haaland, der Norweger, setzt sich gut gegen seine Gegenspieler durch. Das ist wirklich Weltklasse, was der da gerade abliefert. Dann legt er links rüber zu Brandt und der trifft zum 3:0. Julian Brandt, der 25-Jährige, mit seinem 3. Saisontor und mit der 0:3 Führung für Borussia Dortmund. 89. Spielminute, jetzt gibt's die Einschreitung vom Videoassistenten nach einem Handspiel von Mats Hummels und es gibt den Elfmeter für die Gastgeber, für Robin Quaison und der Schwede trifft zum 1:3 und zu seinem 5. Saisontor und damit ist der Endstand hier 1:3. Dortmund ist also sicher für die Champions League qualifiziert und kann sogar am kommenden Spieltag theoretisch noch auf den 2. Platz vorrutschen. Sollten sie denn dann gegen Leverkusen gewinnen und sollte denn dann Leipzig mitspielen? Die Mainzer sind nächste Woche zu Gast beim VfL Wolfsburg und wollen dann da natürlich gewinnen.